Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von der Frankfurter Buchmesse. Wir haben nämlich heute Melanie Rabe dabei. Also vielen, vielen Dank, dass es noch geklappt hat. Gerne. Das war ja ein ganz schönes Chaos gestern. Ja, Wahnsinn. Was war da denn los? Ich komme aus Köln, ist eigentlich total nah, ne, nach Frankfurt, aber ich war von dieser Streckensperrung betroffen. Hat ja gestern ICE gebrannt. Also Gott sei Dank war ich in dem nicht, sondern in dem danach. Und irgendwie ist jetzt die Strecke bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gesperrt. Ich musste eine riesige Umleitung nehmen und musste meine ganzen Termine absagen, was total doof war. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass das noch geklappt hat. Gerne. Das wäre spontan heute nochmal. Total gekommen. Gerne. Dabei sah ich gestern echt fitter aus. Ich war gestern am Feiern, bin heute völlig zerstört, aber schwamm drüber. Was war denn das für eine Party? Von meiner Agentur. Die sitzt in Frankfurt, meine Literaturagentur. Genau, da waren wir noch relativ lange. Wir sind ja auch schon seit wann sind wir hier? Seit Donnerstag. Ja, aber ihr seht frisch aus. Seit Donnerstag. Echt? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Dein neuer Roman, Der Schatten, ist jetzt draußen. Du bist auch auf großer Lesereise. Stimmt, ja. Hoffentlich ist es da besser gelaufen mit den ganzen Zügen und ja, so weiter. Ja, bisher schon. Also, dass man mal einen Anschlusszug verpasst, ist normal. Das kenne ich schon. Das ist meine dritte Lesereise. Aber ich bin meistens früh genug unterwegs, dass alles irgendwie noch funktioniert. Und Buchhändler und Veranstalter sind irgendwie auch immer sehr entspannt. Und es läuft. Diese Lesereise finde ich ja super spannend. Wie viele verschiedene Städte sind das? Oh, ich habe es gar nicht gezählt, aber ich glaube so 40, 50 Lese mache ich dieses Jahr auf jeden Fall mit dem Buch. Und nächste Woche geht es nach Tirol auf das Krimi-Festival von Bernhard Eichner. Und danach fliege ich nach Kanada und spreche noch über das alte Buch und es läppert sich zusammen. Also ich mache echt viele Lesungen. Also es ist echt krass. Macht Spaß. Ich habe ja den Schatten auch gelesen, ich fand ihn ja großartig. Das freut mich, danke. Deswegen, ich habe mich so gefragt bei dieser Lesereise, du liest ja auch selbst. Ja. Und Der Schatten ist ja unglaublich schnell geschrieben und hat viele Wendungen und so weiter. Ja. Wie entscheidest du denn, welche Stelle du überhaupt liest? Oh, das ist so eine gute Frage. Super schwierig, ja, oder? Ja, es war wirklich richtig schwierig. Es ist eh schwierig, wenn man Spannung schreibt und gucken muss, wie kriege ich den Abend rund, dass der befriedigende ist, auch für die, die einfach nur die Lesung anschauen und das Buch nicht mehr lesen werden. Und wie halte ich es offen genug, dass ich niemandem ruiniere, der das Buch danach noch lesen will. Und ich habe so ein paar Stellen, die gut funktionieren, die so ein bisschen für sich stehen, fast wie eine kleine Kurzgeschichte. Es gibt auch Stellen, die ich so ein bisschen zusammenkürze, wenn da zu viel verraten wird oder so, dass die gut funktionieren. Ist ja mein Text, kann ich damit umgehen, wie ich möchte. So. Und zwischendrin erzähle ich einfach immer ganz viel bei den Lesungen. Weißt du, dass ich Lesestellen auch so ein bisschen miteinander verbinde. Und wenn ich schreibe, überlege ich mir schon, wenn irgendwas Interessantes passiert, speichere ich schon ab, das ist eine nette Anekdote für die Lesung. Und ich mache immer so eine Mischung aus, aus Lesetext und drumherum und Show und Entertainment, weil ich mir denke, das Buch kann jeder auch zu Hause lesen. Und ich versuche immer, ein bisschen was zu lesen, ein bisschen was wegzugeben von dem, was im Buch passiert, aber auch einfach viel drumherum zu machen. Und das funktioniert irgendwie ganz gut. Ja, gut, dass wir auf den Schatten zu sprechen kommen. Du hast dazu sicher schon unzählige Interviews gegeben. Und eine Frage, dazu wäre wahrscheinlich zu öde, aber wenn du jetzt den Inhalt des Schattens in einem Satz zusammenfassen würdest, was wäre das dann? Also in einem Wort wäre es Mindfuck und in einem Satz wäre es, es geht um die Frage, ob jeder töten kann, wenn er einen Grund hat, der gut genug ist. Ja, und deine Protagonistin ist ja Nora. Nora ist eine ziemlich kaputte Journalistin. Du warst ja selber auch mal Journalistin. Ja. Inwieweit wurdest du da von deinem eigenen Beruf inspiriert? Welche Charakterzüge von dir selbst sind dort eingeflossen und welche hast du dir von anderen Menschen geholt oder welche hast du dir ausgedacht? Ah, auch eine gute Frage. Ja, ich glaube, die sehr offensichtlichen Gemeinsamkeiten, die ich mit Nora habe, wir sind ungefähr im gleichen Alter, wir kommen beide aus dem Journalismus. Da hört es auch fast schon auf. Also ein Charakterzug, den wir gemeinsam haben, ist, dass wir, glaube ich, beide einen relativ ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Und, aber davon mal abgesehen, ich glaube, da enden die Gemeinsamkeiten. Und ich habe tatsächlich auch nicht aus Nora eine Journalistin gemacht, weil ich gerne da was von mir und von meinem alten Job reingeben wollte, sondern es hatte sehr pragmatische Gründe. Es ist eine sehr neugierige Person und die muss, damit die Geschichte auch einfach schnell genug vorangeht, auch vieles schnell rausfinden können und Zugang zu Menschen haben und recherchieren können und so. Und es macht einfach Sinn, dass das eine Journalistin ist. Aber klar, ich musste dann jetzt nicht wahnsinnig lange recherchieren, wie Journalisten arbeiten und wie das alles so ist, wie diese Welt so ist und die Kollegen sind und so. Das wusste ich halt einfach. Und irgendwie passt das alles ganz gut zusammen. Hast du denn, wenn du an einen neuen Roman rangehst, hast du zuerst einen Charakter oder zuerst ein Thema oder zuerst eine Story? Weil ich finde das ganz faszinierend. Beim Schatten sind ja auch viele Themen, tagesaktuelle Themen, die auch angesprochen werden. Was kommt dir so zuerst in den Kopf? Denkst du dir, ich möchte über das Thema
das Schreiben? Oder wie kommt das zustande? Das ist ganz unterschiedlich. Bei meinem ersten Buch, bei Die Falle zum Beispiel, war es erst die Figur, eine Autorin, die das Haus nicht verlässt. Das war der Anfang und von da aus hat sich's weiter verästelt. Bei Der Schatten war es ein bisschen anders. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann ich die Idee wirklich ursprünglich hatte, aber diesmal war der Grundgedanke, ich erzähle was über Macht und Machtmissbrauch und über Gerechtigkeiten und Ungerechtigkeiten ohne Abstriche bei der Spannung. Das war meine Grundidee. Und darin steckt ja auch so ein bisschen so eine typische Täter-Opfer-Umkehr. Also meine Hauptfigur ist jetzt nicht das typische, normalerweise im Thriller von irgendeiner Gefahr von außen bedrohte Opfer erstmal, sondern sie fragt sich über lange Strecken des Romans, bin ich hier die Gefahr? Bin ich diejenige, die hier vielleicht etwas sehr Schlimmes tun wird? Und das fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, als mir die Idee kam, das so ein bisschen umzudrehen. Und es gibt so viele gute, spannende Thriller und Krimis und E-Romane, die mit Spannungselementen arbeiten. Und ich wollte ihm irgendwas Frisches hinzufügen, so meinen eigenen Spin geben. Und ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie ein guter Zugang. Wir hatten uns Gedanken gemacht über das Hörbuch vom Schatten. Da haben wir nämlich gestern Abend, wir sind zusammen in einer Wohnung hier auf der Buchmesse, und wir haben uns da Gedanken gemacht. Das Besondere am Hörbuch ist ja, dass es nicht nur eine professionelle Sprecherin spricht, sondern dass du auch ein Part sprichst. Wie ist es dazu gekommen? Oh Gott, das war wirklich sehr, sehr aufregend. Also der Hörverlag, der immer parallel die Hörbücher produziert, die immer parallel zu meinen Büchern erscheinen, die hat mich schon beim letzten Buch bei Die Wahrheit gefragt, ob ich nicht einen kleinen Teil sprechen mag. Die hatten eine der letzten Fassungen vom Manuskript in die Finger bekommen, haben gesehen, okay, da gibt es eine Perspektive in Melanies Sprechalter, die gut zu ihr passen würde, vielleicht mag sie das machen. Und ich habe gesagt, okay, das mache ich. Ich war sehr aufgeregt, aber ich dachte, okay, alles klar, einen kurzen Teil kriege ich hin. Und dann habe ich aber die unangenehme Angewohnheit, immer kurz vor Ende meinen ganzen Roman umzuschreiben. Und letztes Mal habe ich tatsächlich diese Rolle rausgekürzt, also diesen Charakter rausgekürzt oder so weit zusammengekürzt, dass er keine eigene Perspektive mehr hatte. Ich musste dann beim Hörverlag anrufen und zu meiner Lektorin sagen, Christiane, du wirst lachen, Miriam gibt es nicht mehr. Und dann hat das letztes Mal nicht geklappt. Und das war dann immer so ein Running Gag zwischen uns, dass wir es dieses Mal versuchen, es sei denn, Melanie kürzt es wieder raus. Und dieses Mal hat es funktioniert und wir haben gesagt, okay, dann liest du diese Perspektive. Das ist ja eine kurze Ich-Perspektive, wo wir in Noras Kopf schauen, also Nora hat sozusagen meine Stimme. Und das war aufregend im Studio. Es ist natürlich total ungewohnt. Ich bin keine Sprecherin, keine Schauspielerin. Und man ist sich dann plötzlich der eigenen Beschränkung, was Textgestalten und all solche Dinge angeht, sehr, sehr bewusst. Aber weil es nun eine sehr kurze Stelle ist, habe ich es mir zugetraut. Und es war eine interessante Erfahrung. Irgendwie hat es Spaß gemacht. Und was total cool ist, auf der Seite von Random House steht jetzt unter meinem Namen, wenn man mich auf der Seite googelt, steht da nicht nur Melanie Rabe Autorin, sondern Melanie Rabe Autorin, Sprecherin. Wie cool ist das denn? Ja, ich fand es auch sehr spannend beim Hören, denn man weiß es ja von Anfang an. Es wird ja ganz am Anfang einmal gesagt, wer denn nun spricht. Und ich habe das ganze Hörbuch lang gewartet, wann kommt es denn? Und das war auch ganz, ganz spannend. Und als dann die Stimme kam, habe ich mich sehr gefreut. Schön, das freut mich wiederum. Ja, es ist wirklich sehr spät im Buch. Ne? Es ist irgendwie, fand ich auch ganz nett, weil Nora, meine Hauptfigur, ist ja, wir wissen viel über sie und sie ist so die ein Stück weit die personale Erzählerin, aber wir können ihr nie in den Kopf gucken. Sie ist ja so ein bisschen eine Blackbox über lange Strecken des Romans. Und dann gibt es diesen kleinen Teil am Schluss, wo wir wirklich sie hören und wissen, wie es in ihrem Kopf klingt. Und es war irgendwie nett, dass ich genau dieser Perspektive meine eigene Stimme leihen konnte, die im Hörbuch, glaube ich, nicht so abgerockt klingt wie heute. Der Schatten ist ja nun dein dritter Roman und die anderen beiden sind ja auch schon international rausgekommen. Ja. Also das ist ja, was ist das für ein Gefühl und wie kommt es an diesen Punkt? Hast du überhaupt Mitspracherecht, zum Beispiel bei der Übersetzung der Titel? Bist du da richtig so hands-on dabei? Es kommt so ein bisschen auf die Sprache und auf den Verlag an. Also bei meinen englischsprachigen Verlagen kommuniziere ich auch viel mit der Übersetzerin und die sprechen mich an und fragen mich. Und es gibt auch Verlage, die gar nicht mit mir kommunizieren, einfach machen. Englisch kannst du wahrscheinlich auch selbst und das kannst du auch selbst. Genau, das ist die einzige Sprache, die ich so gut kann, dass ich die Feinheiten so weit begreife, dass ich sagen kann, oh, die Metapher vielleicht eher so als so. Bei Französisch, Italienisch, Spanisch spreche ich alles so ein bisschen, aber nicht gut genug, um da wirklich Feinheiten zu begreifen. Und dann gibt es natürlich Sprachen, da muss ich mich komplett auf andere Menschen verlassen, um zu wissen, dass überhaupt mein Text zwischen den Buchdeckeln ist. In Taiwan oder in Südkorea oder so. Ne? Also manchmal ist einem das ja dann doch sehr fremd. Aber das ist immer spannend. Also ich glaube, wo man immer gefragt wird, zumindest ist es bei mir so, wenn wirklich der Titel geändert wird, das wird abgesprochen. Aber so bei Covern fragen mich manche Verlage und manche nicht.
Und ich winke das aber eh alles durch, weil Verlage aus irgendwelchen ganz anderen Ländern natürlich viel besser wissen als ich, was auf ihrem Markt funktioniert, was ihr Publikum für Sehgewohnheiten hat und ästhetisch findet. Ich rede denen da eh gar nicht rein. Aber du hast da nicht so einen Kontrollzwang, dass du es wissen musst. Du sagst dann, okay, also, ich bin in guten Händen. Ja, genau. So. Ich habe da wirklich Vertrauen und ich spreche immer mit meinem mit dem Lizenzteam von Random House ab, wem wir was verkaufen und bin da gut beraten. Und mir geht es eigentlich immer ums Kreieren. Also ich beobachte das mit totaler Neugier, aber ich habe da keinen Kontrollzwang. Ich bin immer am neuen Text und da dran. Und das ist dann immer das, wo mein Herz wieder dran hängt. Mir geht es wirklich immer um den Text. Der Rest ist schönes Beiwerk, sehr, sehr schönes Beiwerk. Und wie sieht das aus mit einer Verfilmung? Also wenn da jetzt was, es heißt ja immer wieder, es ist in Arbeit und ja, so. Ja, es ist in und, Arbeit. Und passiert da was? Und kannst du das da auch so... Also bist du da auch, dass du denen das machen lässt oder willst du da auch so das kontrollieren so ein bisschen vielleicht? Ich lasse die das tatsächlich machen. Ich weiß nicht, was der Stand der Dinge ist, aber das Drehbuch ist auf jeden Fall fertig und es ist ein Regisseur benannt, es ist noch nicht gecastet, aber es scheint was zu passieren. Und, von welchem Buch? Von Die Falle, nein. Von The Trap. Und das zweite verkaufen wir gerade, für das dritte haben wir auch Angebote, aber da sind wir noch bei weitem nicht so weit. Ich habe auch gerade gar keine Zeit, da drauf zu schauen, ehrlich gesagt. Und ich habe da wirklich Vertrauen. Also zum einen weiß ich nicht, wie man einen Film macht. Mhm. Klar habe ich in meinem Leben sehr, sehr viele Filme gesehen, aber ich weiß, es ist ein ganz anderes Handwerk. Und ich habe einfach Respekt vor den Leuten, die mit so viel Herzblut und so viel Zeit und so viel Handwerkskunst Filme machen, wie ich Bücher mache. Und ich würde denen gar nicht unbedingt reinreden wollen. Und wobei, wenn ich irgendwann erfahrener bin und schon ein paar Bücher raus habe und da auch vielleicht mehr Kopf für habe, dann würde ich mich da vielleicht eher beteiligen. Aber weißt du, als die Filmrechte für Die Falle verkauft haben, war das Buch gerade erschienen. Und für mich war es irre, dass mein Buch erscheint und dass die Filmrechte direkt verkauft sind, weil ich hatte davor 4 Bücher geschrieben, die keinen Verlag gefunden haben. Habe mich eh noch gewundert, dass überhaupt ein Buch gerade von mir raus ist, ein Spitzentitel ist und gut läuft. Das war für mich total irre, weil ich aus totalem 10-jährigen Misserfolg kam, in dem keiner was von mir lesen wollte. Und da ist mir so ein bisschen der Kopf explodiert, als noch die Filmrechte verkauft worden sind. Und mein Gedanke war dann, okay, warum bist du hier? Was möchtest du machen? Du möchtest Bücher schreiben. Okay, dann lass dich nicht ablenken und schreib dein nächstes Buch mit aller Zeit, die du hast, und aller Energie, die du hast, und allem Herzblut, das du hast. Und so habe ich mich da wirklich rausgezogen aus der Filmgeschichte. Also jetzt angenommen, alle 3 deiner Bücher würden verfilmt werden. Auf welches würdest du dich am meisten freuen? Was würde als Film am besten funktionieren? Was denkst du? Ah, das auch ist schwierig, eine gute Frage. Ne? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Zweite, dass die Wahrheit sehr schwer verfilmbar ist. Wie das Buch gebaut ist, das hat auch mit der Auflösung zu tun. Ich glaube, dass die Filme schwer umzusetzen wäre. Die Falle ist, glaube ich, super leicht umzusetzen, weil es ein Kammerspiel ist. Und ich glaube, wenn man da 2 tolle Schauspieler hätte, da geht es ja sehr darum, wer hat recht, wer ist hier gut, wer ist hier böse. Und die Perspektiven wechseln da ein paar Mal, die Sympathien wechseln ständig. Die Sympathien der Leserinnen und Leser. Und ich glaube, das wäre cool mit richtig guten Schauspielern. Aber der Schatten, da geht es raus aus dem Kammerspiel nach Wien. Was für ein tolles Setting. Oder an den Prater. Ich sehe das Riesenrad vor mir im Dunkeln. Diese ganzen tollen Orte. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich glaube, The Trap ist am filmischsten. Habe ich so das Gefühl. Ja, also wir hören ja jetzt schon, dass das Autorendasein doch sehr aufregend ist und man viele spannende Dinge erlebt. Du bist ja auch viel unterwegs damit, das haben wir ja auch schon gehört. Hattest du da schon ein Erlebnis, das selbst romanreif ist? Ja, tatsächlich. Also ich habe, kurioserweise verfolgt mich auch mein aktueller Roman so ein bisschen. Also ich habe ja, diese mysteriöse Männerfigur in dem Buch, Arthur Grimm. Und ich habe mir ganz lange Gedanken gemacht, wie diese Figur heißen soll. Weil wir früh von der Figur hören, sie aber erst spät treffen. Und ich wollte, dass sie einen coolen, klangvollen Namen hat, weil das erste Aushängeschild der Figur ist. Und habe lange überlegt, bis ich einen richtigen Vornamen hatte. Und dann lange überlegt, bis ich einen richtigen Nachnamen hatte. Dann dachte ich irgendwann, alles klar, Arthur Grimm. Und dann war ich letztens noch mal in Wien und bin eine Straße entlang gelaufen, die ich noch nicht kannte, auf der ich auf Recherchen nicht vorbeigekommen bin. Und stehe plötzlich vor so einem Haus, auf dem auf der Fassade in riesigen Lettern Bäckerei Arthur Grimm stehen. Ich dachte, was zum Teufel? Und mir passieren ständig solche Dinge, dass so kleine Sachen aus dem Roman plötzlich in meine Realität auftauchen. Merkwürdige Zufälle, man ist halt selektive Wahrnehmung, ne, irgendwie. Aber das ist ja lustig. Und mir passieren auch immer wieder filmreife Dinge auf Partys und Empfängen und mit anderen Autoren, die ich aber natürlich niemals vor laufender Kamera erzählen würde. Ja, und vielleicht noch eine kleine Frage, wie bist du denn auf den Schauort Wien gekommen? Ah, das war so eine Mischung aus Pragmatismus und Bauchgefühl.
Ich war tatsächlich zum allerersten Mal vor ein paar Jahren in Wien. Ich hatte die Idee für den neuen Roman schon im Kopf, aber mir fehlte noch der Schauplatz. Und ich war auf Lesereise mit meinem alten Buch und hatte eine Einladung nach Wien. Und ich bin nach Wien geflogen, mit der Bahn in die Stadt gefahren, habe mich umgeschaut. Es war auch das düstere Wien des Herbstes, wie in meinem Roman. Und ich dachte aus dem Bauch heraus sofort, das ist der richtige Ort. So diese spannenden Schauplätze, die Größe der Stadt sollte auf jeden Fall eine Metropole sein, aus pragmatischen Gründen. Und so eingängige Dinge, wie eben der Prater und die Karlskirche. Ich mochte das, dass Wien, obwohl es sich im deutschsprachigen Raum befindet, dem deutschsprachigen Publikum oder dem deutschen Publikum doch so ein bisschen fremd. Es ist trotzdem ein anderes Land, obwohl die gleiche Sprache gesprochen wird. Und die Stadt hat auch trotz ihrer Schönheit einen leicht morbiden Charme, so ein bisschen. Und das fand ich perfekt für den Roman. Habe ich sofort gedacht, hier wird es spielen. Ich versuche noch eine abschließende freche Frage zu stellen. wahrscheinlich darfst du sie gar nicht beantworten. Aber man sieht auch immer wieder jetzt, auch gerade gestern, als dieses Zug und Glück war, in deinem Instagram, dass du gerade wieder an etwas arbeitest. Ja. Kannst du uns da was drüber erzählen, was da kommt? Das kann ich tatsächlich erzählen. Ja, ich glaube schon. Ich arbeite tatsächlich zum einen am neuen Roman. Der ist geplottet, in meinem Kopf relativ weit gediehen, da habe ich aber noch gar nichts geschrieben. Und ich habe noch ein Projekt zwischengeschoben, tatsächlich für den Hörverlag. Ich schreibe gerade eine Original-Hörspielserie für den Hörverlag. So inhaltlich kann ich natürlich noch nichts verraten, aber ich habe noch nie ein Hörspiel geschrieben. Ich bin totaler Hörspiel-Nerd auch. Ich liebe Hörspiele, ich liebe das, dass der Text dann auch wirklich inszeniert wird und dass man das wirklich, wirklich erleben kann. Und ich bringe mir gerade bei, wie das geht, während ich es schreibe, aber ich glaube, es wird cool. Du bist ja jetzt auch ausgebildete Sprecherin, haben wir ja schon richtig, mitbekommen. Richtig, ja, ich bin jetzt offiziell. Da kannst du ja auch selbst sprechen. Ja, vielleicht so ein Cameo, also vielleicht so zwei Zeilen. Das würde ich schon machen, das ist ja lustig. Sehr cool. Also ihr könnt euch auf ein Hörspiel freuen und natürlich Der Schatten, Die Falle und Die Wahrheit genau. Sind alle erhältlich. Und vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es hat wirklich, danke wirklich Spaß euch, gemacht. Danke euch, mir auch. Dankeschön, super und Fragen. Total cool. Ja, so. Ja, was soll ich noch sagen? Danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.